Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus. Ich bin froh, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist hier. Live dabei, oder? Naja, nicht ganz live. Ich bin natürlich nicht live, aber ihr seid auf jeden Fall live dabei. Und jetzt würde ich sagen, wir machen hier erstmal die Zeit an. Wir sind wieder hier bei nächtlichen Begegnungen. Haben aus nichts schon mal etwas gemacht. Nämlich hier ein neues Fahrgeschäft und ein paar Shops. Und die Shops sind auch mal direkt hier komplett ausgeklinkt. Ey, die sind ja... Die gehen ja mega ab. Da müssen wir auf jeden Fall mal an den Preisen drehen. Warte mal. Chief Beef. Preise. Burger XL kostet 14. Und Chief Burger kostet 10. So. Und da auf dem hier gibt es aber auch Extras. Da sind Gürkchen drauf. Etwas Ketchup. Käse und Tomaten und Bacon. Und hier sind Tomaten, Käse... Und ein bisschen Senf und Gürtel. So, das ist drauf und das lassen wir alles für alle gleich. So, ja, warte mal, da das jetzt natürlich da auch viel ist, dann machen wir hier mit Bacon ist 15. Der hier, 11. So, das ist in Ordnung, das ist fair. Und dann gucken wir uns hier nochmal die Milkshakes an. Das 57. 57. Was ist an dem? Schokolade? Vanille? Warum ist der? Der kostet auch 57. So, gucken wir mal. Der Erdbeere, der hat... Was sind denn Fatschstückchen? Der hat Eiscreme auf jeden Fall drin. Und der hier hat der Vanille und der Schoko, die haben Schokoladenstückchen und Toffee-Soße und Marshmallow ist auch noch dabei. So. Alles gut. Passt. Gut, dann gucken wir uns mal gerade an hier. Achso, Forschung. Wir müssen ein bisschen Forschung betreiben. Und zwar, wir können ja noch gar keine Achterbahn, offensichtlich können wir noch keine Achterbahn erforschen. Das heißt, ich hätte jetzt gerne, machen wir mal ein Rundfahrgeschäft, beziehungsweise ein Familienfahrgeschäft. Und ja, eine Ladenmarke. Das ist, glaube ich, ganz geil. So, und dann kommt das nächste Fahrgeschäft jetzt bald. Zack, da ist es. Schauen wir mal. Können wir uns eh noch nicht leisten. Aber wir haben jetzt hier den Insanity. Ja, ein Doppelhammer. Das ist gut. Da gehen auch gut Leute rein. Was wir jetzt aber mal machen, ist, hier will ich auch noch Shops hin haben. So, und das machen wir jetzt als erstes Mal. Und zwar will ich hier einen Pizza-Pen. Pizza Pan. Und noch einmal Milkshakes. Da habe ich auch die Preise schon angepasst. Sehr schön. So. Alles klar. Da müssen wir den Pizza Pan mal gerade. Fertig. Pizza Pan. Ein Stück Margherita. Ein Stück Margherita kostet 10. Stück Pepperoni kostet 12. Stück Hawaii. Hawaii gibt's nicht. Ist keine Pizza. Pizza 4 Käse gibt auch für 12,50. So. Und auf der 4 Käse, da ist auch noch extra Zwiebeln ist da drauf. Und Chili-Soße ist da drauf. So. Und auf der Pepperoni ist natürlich extra viel Pepperoni. So. Und ein bisschen extra Käse ist da drauf. Und auch Zwiebeln. Und hier ist natürlich nichts extra drauf. So, das passt. Okay. Dann gucken wir mal gerade, dass wir da auch noch was drum bauen. Gebäude auswählen. So. Ja, die kriegt jetzt mal... Was kriegt die denn mal? Das Bütchen hier. Kriegt ein Holzbretter verschlacht. Wieso bin ich nicht in diesem blöden Gebäude drin? So. Aber nicht in grün, sondern in... hell, ganz helles Blau. Ah, ne, ein bisschen blau. So. So. Ein Dach.
Welches Dach? Nicht so ganz sicher. Glaube, einfach so. Nee, das sieht mega scheiße aus. Ah, was macht man denn da? Nee, das ist doch auch Blödsinn. Warum gibt's denn hier eigentlich nicht einzelne Dächer, die in sich auch geschlossen sind? Darf's doch mal, oder nicht? Verstehe ich ja nicht. Ja, weiß ich nicht, ey. Ganz ehrlich, es gibt kein gutes Dach hierfür. Machen wir es so. Und der hier kriegt dasselbe nämlich. So, und dann kriegt er auch den Verschlag. Das. Wunderschön. Kann man nur so schöne Gebäude bauen. Krass. Ich glaube, dass der Pizzapan so teuer ist. Glaube ich. Die sind ja angepasst, oder? Das ist doch derselbe. Naja, alles klar. Ah, Pizza geht. Pizza geht immer. So, jetzt will ich aber hier noch mal gucken, dass wir hier ein paar Parkbänke aufbauen. Ja, natürlich die Sci-Fi-Dinger. Leute wollen ja hier auch in Ruhe was essen. Und die Möglichkeit muss man denen natürlich auch geben. Was haben wir denn hier? Nee. Nehmen wir den. So. Okay. Sind diese Gebäude nicht schön? Vor allem die Dächer. Warte mal, da müssen wir noch was machen hier. Das kann so nicht bleiben. Da krieg ich Augenkrebs. Da muss noch etwas hin. Moment mal, ich hatte die Verschläge hier. Sag mir, dass es das nicht in rund gibt. Natürlich nicht. Tja. Nächste da. Was willst du da machen, ne? Das hier wird nur hier in rund. Dann hier wird das halt so. Dann, warte mal. Dann machen wir das so. Dann ist das so. Und dann hatten wir, welches Blau war das ungefähr? Hier das, ne? Okay. So, und dann geht das so. Was soll das denn? Kann ich auch nicht ändern. So, dann kommt das da hinten auch noch. Einmal zu. Wunderschön. Dasselbe machen wir hier. Ist das schon blau? Ja, ja. So, einmal da hin geklatscht. Und dann machen wir das da auch noch uns hier. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Na, jetzt ist es aber hier verklüllt. Jetzt einmal hier kommen. Einmal so drehen. Und dann geht das hier einmal hoch. Warte mal. Dann müssen wir auch richtig treffen. Das ist ja falsch rum. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen für Realismus sorgen. Und deswegen kommt natürlich von hinten auch mal eine Tür da dran. Ne? Das ist ja ganz klar. Da muss eine Tür dran. Hier mit einer Sci-Fi-Tür. Ne, aber Planet Coaster-Tür. Einmal da. Richtig krasse Tür für den kleinen Shop hier. Super. Super. So, dann machen wir mal Fensterlein. Hier, was haben wir denn da? Da haben wir ja auch nur Mist, ne? Und hier einmal so. So, wunderschön. Und hier auch noch eins. Und dann ist das doch schön. Und dann können wir hier noch... Guck mal, hier haben wir denn... Haben wir denn Lichterketten? Nee. Wie heißen die denn? Heißen die überhaupt so? Nee. Ihr wird wahrscheinlich nicht. Wimpel? Wimpel haben wir. Aber Lichterketten mit. Wie schade. Naja. Gut. Halloween, Lichterketten haben wir. Ja, das ist alles so die Inhaltspakete, die eigentlich nicht in diesen Park gehören. Naja, okay. Das reicht erstmal. So, dann gucken wir mal, was wir denn hier wieder. Können wir noch Forschung machen? Wir haben ein weiteres Geschäft. Wir können Szenerie. Region, Wüstenflora, Tropenflora, Laubwaldflora.
Graslandschaftsflora, Piratenstil, Märchenstil, das brauche ich alles nicht. Ich mache einen Sci-Fi-Park. Toilettenraumer. Wir machen das hier mal auf Maximum. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was kostet eigentlich hier unser neues Fahrgeschäft. Kann ich mir nicht leisten. Die Insanity kostet sogar ordentlich Asche. Wer hätte das geglaubt? Nun. Was machen wir da? Wie sieht's denn überhaupt aus? Szeneriebewertung ist schon mal gestiegen um 4 Punkte, immerhin. Ich glaube nämlich, dass ich ja auch keine Achterbahn bauen könnte. Ich könnte es jetzt, weil wir hier diese beiden zur Verfügung haben. Aber ich glaube, dass das nicht vorgesehen ist. Deswegen werde ich es auch nicht tun, erstmal. Die passen ja auch beide überhaupt nicht in Sci-Fi-Film immer so. Ich will jetzt, glaube ich, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen auf das neue Fahrgeschäft sparen. Sonst haben wir ja hier keine Chance. Wir sind auf jeden Fall noch gut besucht hier. Wir haben 430 Leute im Park. Ich weiß nicht, wo die alle rumkreuchen und fleuchen. Aber sie sind da. Das ist doch die Hauptsache. Machen wir mal schneller. Was sind denn derzeitige Gedanken? Gäste. Durchschnittliche Gastbedürfnisse. Was ist da? Heißt das, das ist gut, ne? Grün ist gut. Oder was? Oder heißt das, was heißt das hier? Haben 57% Durst und wenn das voll ist, hat keiner mehr Durst oder andersrum? Ach Gott, man weiß es nicht. Das sind ja die verschiedenen Gruppen, Teenagergruppen, Erwachsenengruppen, Familiengruppen. Gedanken. Ich wünsche, es gäbe mehr Fahrgeschäfte. Leute, ich auch. Was sagt ihr dazu? Dieser ganze Müll ist widerlich. Moment. Wo ist denn hier Müll? Ich sehe überhaupt keinen Müll. Was ihr denn für Handmüllmänner? Hier ist überhaupt kein Müll. Wo ist denn hier Müll? Hier ist keine Zerstörung. Ich erinnere nur an Downtown, ja? Da war alles voller Müll, alles war zerstört. Und die haben sich aber nicht so bepisst wie ihr. Hier ist auch kein Müll. Hier ist ein bisschen Müll. Ihr seid mir echt so ein paar Nasen. Wo ist denn mein Janitor? Wo ist der? Der muss doch hier irgendwo rum eiern. Hä? Wo hast du dich versteckt? Vielleicht hat er ja gekündigt. Warte mal, wo ist der denn? Personal. Nee, ich will mein Personal an. Ach so, ich habe jetzt mehr Shop-Typen. Ja, ja. Wo bist du? Du bist hier. Da läuft er, alles klar. So, er wird jetzt einmal. Ist er auch besser. Ist ja ganz gut. Also die Shops sind auf jeden Fall ganz gut besucht letztlich. Aber jetzt müssen wir ja mal schneller machen, wir brauchen Geld. Damit ich das neue Fahrgeschäft bauen kann. Denn das ist, glaube ich, die einzige Lösung. Mehr Fahrgeschäfte für mehr Leute im Park. Und dann sind, glaube ich, die Forschungen auch durch. Hier, guck mal. Hats, fantastic. Den werden wir direkt bauen. Weil ich glaube, Hats gehen hier so Sci-Fi-Hats. Leute, da knallen die Sicherungen bei den meisten durch. Wo ist er denn? Ja, Hats, fantastic. Und zwar, ja, der muss zentral, muss der direkt die Hats hier verkaufen. Mal hier so. Crazy Heads. So. Yeah, genau. Das war der Jingle. Heads fantastic. So, Moment. Da ist natürlich jetzt ein bisschen was im Argen. Das wollen wir aber lösen, indem wir da ein paar Stützen bauen. Du bist jetzt bestimmt. Das ist jetzt da ein Flock hinter, oder? Naja. Warte mal, zurück. Fertig.
So, und jetzt ist das auch schon der schönste Shop, den ihr je gesehen habt. Alter, wie gut ist dieser Shop? So, hier gibt's Hats. Und zwar gibt's hier bestimmt keine Kronen, Piratenhüte oder Baseball. Oh, nee, Baseball hat nichts. Aber gut, gibt's nicht. Es gibt nur Cypher-Helm und der kostet 15. So. Könnt ihr euch leider, gibt's hier keine Auswahl. Fertig aus. So. Ja, der kriegt auch noch eine kleine Verkleidung. Wollen wir ja mal nicht so sein. Wo ist nochmal diese Metalllegierung-Wand-Dings? Was ist die? Täfelt. Da. So, und diesmal bleibt sie in der Kraft. Finde ich. So. Einmal zurück. So. So. Und dann kriegst du ein richtig schönes Dach, wie immer. Und zwar kriegst du aber auch den Vordach wieder hinten. Wunderhübsch. Die Leute, nicht die Hüte direkt, dass die Hüte direkt durchweichen und nass sind. Das muss ja nicht sein. Wir gucken uns jetzt mal ein normales Dach. So. Wunderschöner Shop einfach. Da kann man sich nicht dran satt sehen an diesem Shop. Das muss man ganz klar so sehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier die ersten Hüte. Da rennen sie schon. Da rennen sie schon mit den Hüten da. Da. Eine ganze Gruppe mit Hüten. So soll das sein. Ihr seid glücklich. Ihr habt Bock. Und euch kann auch nichts mehr passieren mit den Hüten. Das ist auch noch eine ganz große Sache. Das ist ganz super. Der ist auch nicht, ist auch super mittig getroffen, der Shop. Es ist einfach schön. Ihr wollt eine, ob der Hut hier passt, das ist natürlich, da weiß ich nicht. Das ist schon arg krass, die Frisur. Aber die Hüte kommen. Und zack. Und deine Haare weg. Sehr gut. Leute, kauft die Hüte jetzt. Und Kohle. So, wie sieht's aus? Hier ist eine weitere Forschung. Das ist das Kinderfahrgeschäft. Ah, der Oktopus. Und die Toiletten sind fertig. Sehr gut. Gucken wir mal. Oktopus ist natürlich super. Oktopus bringt ja auch viel Asche. Warte mal. Gucken wir mal gerade. Fahrgeschäfte. So, dann haben wir den Oktopus, der kostet 1400. Ich glaube, den bauen wir jetzt als erstes mal. Ein Oktopus. Wo kann der hin? Wenn ich hier den Weg... Aber muss der hier hoch? Eigentlich will ich die Leute auch mal hier hin lotsen. Das wird. Nicht genug Geld. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh Gott, ich kann ihn nicht mal anschließen. Was passiert denn hier? Leute, kauft irgendwas ein jetzt. Ah, oh, das ist... Der Scheiß ist kaputt. Deswegen. Darf nicht sein, dass irgendwelche Karussells kaputt gehen. Fuck. Und direkt 600, ey, vor allen Dingen. Wieso? Warum bin ich jetzt 600 im Minus auf einmal? Ich habe überhaupt keine Forschung am Laufen. Kein Marketing. Nichts. Ich habe überhaupt keine Ausgaben. Ist denn da nicht richtig? Wo ist mein Mechaniker? Da kommt er. Mach jetzt schnell die Forge da wieder ready, ey. Du alter Otto. Mach die Forge fertig. Wir brauchen die Forge. Ohne Forge kein Fortschritt. Mega Gag. Leute, solche Gags gibt's nur hier. Ach, guck mal, da waren sogar welche gefangen. Die gehen doch direkt wieder drauf. Sehr gut.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist ganz klar. So, Forge ist wieder da. Leute, strömt in die Forge. Da ist Geld. Sehr gut. Und ja, wir werden in der nächsten Folge erst den Rocktopussy anschließen. Denn in dieser Folge haben wir leider keine Zeit mehr dafür. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Planet Coaster. Ciao, Leute.